Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch City Cobra 2 von Shakusa in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. City Cobra 2 von Shakusa, das Ganze am 30. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist schon eine lange Zeit her, 2007, also mittlerweile vor 13 Jahren, erschien dieses Album hier, City Cobra, das erste Soloalbum von Shakusa. Und jetzt, wie gesagt, 13 Jahre später der Nachfolger. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier seitlich öffnen. Dann können wir hier noch kurz einschneiden. Na. Wenn es geht, so, aber jetzt. So, wunderbar. Also, das ist die Vinyl Edition. Wir haben hier ein weißes Cover. In der Mitte Shakusa mit den Händen in den Hosentaschen. Schwarze Cap und einem schwarzen X, das hier so drüber gemalt ist. In seiner Jacke, in seinem Oberkörper sehen wir auch hier so eine Skyline. Sieht für mich so ein bisschen nach New York aus. Und oben rechts lesen wir Shakusa City Cobra. Der 2er bzw. 2.0 hier spannenderweise nicht dabei. Okay. Auf den Seiten ist das Ganze glatt weiß. Und auf der Rückseite lesen wir folgendes. Auch wieder Shakusa City Cobra. Und dann haben wir hier in diesem X nochmal hier die Skyline plus Shakusa und sein Logo und natürlich die Tracklist. So, wir haben hier die Tracks. So sieht das aus. Dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Features haben wir eines drauf, wenn ich es richtig sehe. Hier J.N. Fonda oder J.N. Wonda, muss ich ehrlich sagen. Die Person sagt mir nichts, aber ansonsten sieht alles nach Solo-Tracks aus. Also 14 Stück. Wenn man den ersten Teil kennt, City Cobra, dann sind, glaube ich, die meisten Tracks ein Begriff. Die wurden hier quasi nochmal neu interpretiert, beziehungsweise in einer neuen Variation aufgenommen. So, darin befindet sich lediglich die Vinyl, also ganz einfache Vinyl Edition. Wir haben hier die Vinyl in einer weißen Papierhülle und die Vinyl an sich dann in schwarz. Hier lesen wir. Hier lesen wir es das erste Mal, die 2.0. Also Shakusa City Cobra 2, Seite A und auf der Rückseite die Seite B. Jawohl, so sieht das aus. Dann packen wir die Vinyl wieder zurück in die Hülle. Und das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl in der weißen Papierhülle mit insgesamt 14 Tracks und einem Feature. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. City Cobra 2 von Shakusa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shakusa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.